So, ich wurde gerade aufgefordert anzufangen. Habt ihr alle was zu trinken? Ja? Seid ihr bereit? Ich glaube, das ist Wetter und wahrscheinlich auch Fußball bedingt die kleinste User Group, die wir jemals hatten. Aber super Location hier bei Planet Sports. Vielen Dank erstmal an den Raumsponsor. Bitte. Ja, ich begrüße Sie zur zweiten User Group Meeting dieses Jahr. Wir haben einige spannende Themen aufgetrieben. Vorab nochmal eine Frage, die wir fast immer stellen. Wer war schon mal hier? Was? Wer war noch nicht hier? Okay. Okay. Die User Group für euch ist eine lose Organisation, federführend von der Siemens AG und der Bosch Siemens Hausgeräte, gesponsert von der TNG Technology. Vielleicht einmal alle Organisatoren die Hand hoch. Der zählt, ist der Gerhard Müller, der Bernd von Siemens, Fabian, Andreas, meine Wenigkeit, sonst ist noch niemand da. Wir suchen auch gerne noch Leute, die sich beteiligen an der Organisation vom Meeting, am Auftreiben von Vorträgen und so weiter. Nach dem Event, ca. 20 Uhr, will die TNG als Sponsor ein paar Pizzas springen lassen. Wer hat denn vor, danach da zu bleiben? Wir werden auch versuchen, bis 20.45 Uhr den Beamer so hinzukriegen, damit wir eventuell einen Ball sehen. Haben Sie noch nicht probiert? Also wer bleibt da? Hast du das? Nein, so, du zählst. Nochmal bitte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 plus. Das ist doch super. Ja, dann steigt mal ein in die Agenda. Viel zu hören, viel zu tun. 17.10 Uhr. Gina und Mambo im Web. Hier vom Hausherrn. Stellt sich gleich selber vor. 20 Minuten Vortrag. Danach kurze Umbauaktion und wir steigen ein in sogenannte Lightning Talks. Momentan kennen wir einen, wobei der auch noch nicht da ist. Hat sonst noch jemand was mitgebracht, so aus der Hand geschüttelt? Nein? Okay, dann wird es einen Lightning Talk geben zum Thema Verbindung von Confluence mit SQL-Abfragen. Und direkt im Anschluss, 17.55 Uhr, dann kommt Tobias Anstedt von K15T, Scroll Versions, was immer das ist, wir werden das erfahren. So, weil das so spannend war, machen wir dann Pause und gehen weiter in das Thema selbstmoderierende Diskussion. Der Gerhard Müller wird dazu dann bei Zeiten noch eine kurze Einführung geben, wenn Ihnen was auf der Seele zu Atlassian-Produkten. Wenn Sie da was auf der Seele haben, können wir das dort diskutieren und besprechen. 19.15 Uhr dann ein Entwicklervortrag, das Atlassian-Ökosystem. Sicherlich ein ganz spannendes Thema, das mich auch sehr interessiert. Und der Sven Peters von Atlassian, wo ist er? Da hinten steht er, ist extra gekommen. Ich glaube aus Karlsruhe von der letzten, von der, auch einer Atlassian User Group. Und er erzählt uns was vom Atlassian Summit und wahrscheinlich auch sonstige Neuigkeiten. So, und dann gibt es Pizza und dann gibt es Fußball und dann sind wir auch durch. Kalte Getränke sind da, haben wir auch schon bedient. Zwei Ankündigungen noch, eine Vorankündigung an die Entwickler. Am 16. August planen wir einen Hackathon. Das heißt, für, sagen wir mal, Java-Entwickler mit Web-Know-how, die müssen noch nicht zwingend Atlassian-Add-ons entwickelt haben, ist das sicherlich ein interessantes Thema. Wer gar kein Java kann, sollte vielleicht eine andere Veranstaltung besuchen. Es sind, das haben wir gerade durchgezählt, 5, 6 Professionals da, die auch Confluence und Jira Entwicklungserfahrung haben, die auch helfen wollen. Und dann können wir uns überlegen, welches Add-on wir gemeinsam entwickeln und am selben Tag gleich Open Sourcen auf dem Bitbucket. Ja, dann kommt der Sven auch freiwillig wahrscheinlich nochmal zu Besuch. Das ist ein Ganztages-Event, das ist ein Tag nach dem Feiertag, das haben wir ganz bewusst so gelegt, dass man vielleicht da noch freinehmen kann und reinnehmen. Es ist ein Donnerstag, soweit ich informiert bin. Letzte Ankündigung,
Das nächste, das Senior User Group treffen, also das dritte, ist am Donnerstag, dem 18. Oktober im Konferenzzentrum in Neuperlach von der Siemens AG. Bernd hat es für uns wieder freundlicherweise organisiert. Einladung und so weiter wird noch kommen. Vorträge, wer eine Idee hat, wer sich was wünscht oder sowas, einfach über www.augmuck.de oder per E-Mail auf uns zukommen. Wir versuchen das dann zu organisieren. So, dann steigen wir ein in den ersten Vortrag.